So, das hier ist mein Zimmer. Mhm. Cool, cool. Ist das ein Gamecube? Ja, das ist mein Gamecube. Da spiele ich immer Mario drauf. Mario? So ein Scheißspiel. Ich zeig dir mal einen richtig geilen Stoff. Hier. Ist gerade frisch rausgekommen. Das Ding ballert mies. Sonic Heroes? Ja. Da fliegt dir glatt das Blech weg. Hä, hey, das sieht ja richtig doof aus. Wart's nur ab. Das kickt gleich richtig. Sonic hat wohl heutzutage einen echt schlechten Ruf. An mancher Stelle mag das auch verdient sein, wenn man sich die schlimmsten Klogriffe der Serie ansieht. Ich finde das aber nicht fair. In Sonics Historie gibt es genug Ableger, die nicht nur für dessen Verhältnisse gut sind, sondern meiner Meinung nach zu den besseren Plattformern zählen. Und das werde ich jetzt beweisen, indem ich euch mein Lieblings-Sonic-Spiel zeige. Sonic Heroes. In dem könnt ihr aus 4 Dreierteams wählen, die jeweils ihren eigenen Story-Modus besitzen und gegen die Roboterarmeen von Dr. Eggman kämpfen. Mit dabei ist ein ganzes Dutzend Sonic-Figuren. Doch anstatt mit jedem eigene Levels zu bestreiten, spielt ihr alle drei Charaktere eines Teams gleichzeitig. Das macht die Stages äußerst abwechslungsreich, da ihr im Team fließend durchwechseln müsst, um die zahlreichen rollenspezifischen Hindernisse zu überwinden. Das fand ich schon immer so cool an Heroes. Man kann jeden seiner Lieblinge spielen. Ob man mit Knuckles Roboter schrottet oder sich mit Espio unsichtbar vorbeischleicht, hier ist für jeden Sonic-Fan etwas dabei. Nun aber zu den Levels selbst. Die bestehen immer aus 2 Akten und einem Bosskampf. Und hier kommen die verschiedenen Spezialisierungen der Charaktere zum Tragen. Pro Team gibt es einen Speed, einen Power und einen Flugcharakter. Ersterer steuert sich so flüssig und leicht wie der typische 3D-Sonic aus den Adventure-Teilen. Den Spin-Dash gibt es in Heroes zwar nicht mehr, dafür ist aber die ikonische Homing-Attack nach wie vor wichtig, sei es zum Navigieren der Stage oder um Gegner zu besiegen. Der Power-Charakter war damals recht neu und hat Combo-Angriffe, um möglichst viel Schaden rauszuhauen. Das Flug-Pendant wiederum ist gut für präziseres Platforming, da er, nun ja, fliegen kann. So gibt's auch außerhalb von Kämpfen eine gute Balance, um mit jeder Figur mal voranzukommen. Aber schon damals, als mein cooler älterer Grundschulfreund mir Sonic Heroes gezeigt hatte, gab es für mich einen klaren Favoriten. Shadow war damals mein großes Vorbild. Von seinem rot-schwarzen Design bis hin zu seinen Hoverboots und seiner kalten, edgy Ausstrahlung war der Anti-Sonic alles, was ich als Kind sein wollte. Nämlich so sehr, dass ich im Kunstunterricht sogar mal eine hässliche Gipsmaske nach Shadows Abbild gebastelt habe. Was ein Albtraum. Ooh, a clone of myself. Ooh, a clone of myself. Oh, this leads to so many questions. Ooh, a clone of yourself. Besonders ist an Sonic Heroes auch das Level-Up-System, mit dem Charaktere in den Stages immer stärker werden können. Mein jüngeres Ich wollte immer Sonic als erstes leveln, um Gegner mit einer einzigen Homing-Attack ausschalten zu können. Oder eben Tails, um fliegende Roboter direkt umzunieten. Oh ja, das ist nicht so geil. Wenn ihr sterbt, verliert ihr nämlich alle eure Level-Ups wieder. Das kann schon mal ordentlich nerven, wenn ihr am Ende einer Stage plötzlich nackt dasteht. Aber egal, das heißt einfach nur, dass man die Levels auswendig lernen muss und für tadelloses Spielen belohnt wird. Die Kernessenz von Sonic also. Das Auswendiglernen ist auch gar nicht schwer, da man das Spiel mit jedem Team durchspielen muss, wenn man den Endboss sehen will. Ja, das heißt, man muss Sonic Heroes effektiv 4-mal durchspielen. Die Durchläufe unterscheiden sich dabei leider nur oberflächlich durch die Stages, die sich den verschiedenen Teams in Länge und Schwierigkeit anpassen. Bei Team Chaotix gibt es immerhin noch neue Missionen in den bekannten Levels zu erledigen, aber die ziehen das Spiel auch gerne mal unnötig in die Länge, wenn man in einem Akt plötzlich 60 Laternen auspusten darf. Leider gibt es dann auch noch Teams, die ich nicht so gerne mag. Team Rose zum Beispiel. Das dient als Tutorial und hat die kürzesten Levels, spielt sich aber echt nicht geil. Amy ist der langsamste Speed-Charakter von allen und Big the Cat klaut mir mit jedem Satz Gehirnzellen. Froggy, where are you? Let's go home. Ich muss daher zugeben, dass ich Sonic Heroes nur selten mit allen Teams durchspiele. Wenn ich es mal wieder in die Hand nehme, reicht es mir, mit Team Sonic oder Team Dark einmal durch das Spiel zu rennen, weil es bei 4 recht gleichen Durchläufen doch schnell langweilig wird. Sag mal, wie lange willst du denn noch zocken? Das ist nicht gut für dich. Ja, du verstehst das nicht. Ich muss das Spiel noch 3-mal durchspielen. Oh.
Das ist sicher nicht ideal, aber als Kind hat das ganze Recycling meine erste Erfahrung mit Sonic Heroes nicht unbedingt verschlechtert. Wenigstens kann man mit all diesen Durchläufen die vielschichtige und komplexe Story aus mehreren Perspektiven erleben. Wie bitte? Die ist voll simpel und saudumm? Jedes Team hat Beef mit Eggman, der dann aber immer nur Fake ist, und am Ende hat Metal Sonic das alles in die Wege geleitet? Ach, halt's Maul, der Metal Sonic Twist hat mich damals einfach richtig geflasht, okay? Lass mich doch in Ruhe. Okay, was gibt's noch so? Ach ja, die Bosskämpfe. Die sind echt cool, auch weil man die genauso mehrmals durchlaufen muss wie alles andere im Spiel. Es macht aber auch einfach Spaß, Dr. Eggmans Roboter so oft zu verhauen. Mein Beef habe ich eher mit den Rivalenkämpfen gegen die anderen spielbaren Teams. Schon in jungen Jahren wusste ich, dass die nicht geil sind. Man springt einfach nur wild umher, spammt den Tornado und hofft, dass die Gegner irgendwie von alleine runterfallen. Wenigstens gewinnt man die meistens. Das gleiche kann man nicht über die Special Stages sagen, die man für die Chaos Emeralds und damit für den finalen Boss absolvieren muss. Es ist ohnehin schon schwer, die überhaupt zu erreichen, weil ihr dafür geheime Schlüssel unbeschadet durchs Level bringen müsst. Und dann sollte es eigentlich ganz simpel sein. Lauft dem Chaos Emerald hinterher und weiche Stacheln aus. Blöd nur, dass die Special Stages absolut scheiße sind. Die Charaktere reagieren auf Eingaben viel zu empfindlich, wodurch es nahezu unmöglich ist, der Stachelscheiße auszuweichen. Dabei werdet ihr dann auch noch andauernd grundlos von diesem blöden Tunnel abgebremst. Und das Schlimmste, wenn ihr die Chaos Emeralds nicht bekommt, gibt's das Scheißlevel vor der Kackstage direkt nochmal. Ihr dürft also wieder durchrennen, ohne getroffen zu werden. Wenn euch dabei nicht die nervigen Kommentare der Charaktere in den Wahnsinn treiben, oder die vielen, vielen, vielen Bugs, die euch andauernd umbringen. Wer hat sich diesen Scheiß bitte ausgedacht? Geil. Na, Rekord in Temple Run. Bestes Game ever, Junge. Mann, ich hab keinen Bock mehr auf diese Special Stage Scheiße. Nein! Boah, ist mir schon wieder gestorben, Alter. Nein, Mann, Sonic! Hallo, Mann! Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Drecks-Game, Alter. Fucking Witz. Dieses Drecks-Spiel, diese Scheiße, Mann. Oh, cool, Alter. Bonusrunde. Okay, das klingt jetzt alles so negativ, aber ich mag Sonic Heroes echt voll gerne. Zum Beispiel wegen der geilen Musik, die mich sofort wieder in die frühen 2000er zurückkatapultiert. Diese Buttrock-Ära von Sonic mag zwar heute ziemlich kitschig klingen, aber ich gehe auf diese Songs immer noch genauso ab wie früher. Zwischen den Team-Tracks mit Vocals und den ganzen Level-Soundtracks gibt es in Sonic Heroes viele zertifizierte Banger. Mein Highlight ist aber das Endboss-Thema, das den so schon epischen Kampf mit einem ordentlichen Knall beendet und mir tagelang einen Ohrwurm verpasst hat. Genauso fand ich es schon immer cool, all diese Charaktere in einem Spiel zu haben. Auch wenn sich viele davon ähnlich spielen, ist es einfach schön, mal unbekanntere Sonic-Figuren wie Espio oder Omega dabei zu haben. Und selbst wenn sie manchmal etwas nerven, sind die vielen Gespräche innerhalb der Teams doch echt sympathisch, um mehr von deren Persönlichkeiten zu sehen. Als eingefleischtes Team fühlt man sich gleich viel stärker, wenn man mit voll aufgelevelten Figuren durch die Roboterarmeen fetzt oder die stylischen Teamblast-Attacken loslässt. Leider kann man die Zeit nicht zurückdrehen, um die eigene Kindheit nochmal zu erleben. Da bleiben Spiele, Filme oder Serien, die man mit dieser Zeit verbindet, eine der wenigen Möglichkeiten, sich nochmal ein bisschen dahin zurückversetzen zu lassen. Immer häufiger stelle ich dabei aber fest, dass ich die Dinge heute ganz anders betrachte. Jedes Mal, wenn ich Sonic Heroes erneut durchspiele, geht ein bisschen Kindheitsmagie verloren. Die unfertigen Ecken und Kanten werden mit der Zeit immer deutlicher. Und doch kann ich nicht anders, als es einfach nochmal zu probieren. Im Endeffekt kann ich wohl nicht beweisen, dass Heroes der beste Teil der Reihe ist, doch selbst nachdem ich bessere Sonic-Ableger gespielt habe, bleibt es immer mein Einstiegspunkt, mit dem ich zum Fanboy wurde. Das abwechslungsreiche Gameplay, die krasse Musik und die anspruchsvollen Levels machen das Spiel für mich zu einer einzigartigen Sonic-Erfahrung. Denn egal wie frustrierend es manchmal sein kann, bleibt Sonic Heroes doch immer auch ein Stück Kindheit. Ich hab dich vermisst, alter Freund.